Aber bei uns, boah, muss ich schon pusten in der Anmoderation. Aber John Dark geht weiter. Wer hätte auch etwas anderes gedacht für dieses Erfolgsprojekt? Das muss ja weitergehen. Und ich würde sagen, da gibt es zum Start erstmal die Garo-Kolben. So, schauen wir mal. Hungrig sind wir. Durstig. Ein bisschen durstig, ja. Kann man auch eine von denen hier trinken. Die macht Durst weg und macht gleich noch Kilokalorien. Das ist natürlich nicht das Schlechteste. Ja, ich möchte hier ungern nicht rausgehen aus diesem Vorratsbunker. Ich möchte erst noch wissen, was das ist. Nein, also ich möchte ja nicht ungern rausgehen und hier weiter suchen. Wir haben jetzt noch 9 Stunden Tageslicht übrig und wir können ja mal rausschauen. Was wir hier denn so Schönes finden. Ein Spaziergang und ein bisschen reden. -4, das ist gut. Ich brauche jetzt noch nicht. Kann ich jetzt hier in der Wand entlang? Da weiß ich zumindest, wo ich lang gegangen bin. So, ja, ich werde mit heute natürlich wieder hier über Dschungelcamp weiterreden. Dschungelcamp ist jetzt vorbei. Es ist jetzt wieder mal Montag. Das heißt wieder mal, es ist Montag. Gestern war noch das große Wiedersehen mit den ganzen Best-of-Szenen zum Dschungelcamp. Oder Sonntag war dann natürlich noch das große Finale. Und es hat tatsächlich hier der Mendel gewonnen. War im Finale zusammen mit der Sophia Wollersheim und dem Thorsten Legat. Ja, seht auch, wenn ihr ein Legat seid, Freunde. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass er gewinnt, weil, also wo dann wirklich die da im Finale waren, habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat können es echt alle werden. Aber ja, Gott sei Dank ist Ding hier Helena raus. Da bin ich schon so, boah, da habe ich mich so gefreut, ey. Da ist diese wirklich, die ist so behindert, ist, die ist einfach krank, die Frau. Die ist einfach krank in der Fratze, ey. Als die endlich raus war, ey. Boah, ey, da habe ich erstmal ein Fläschchen aufgemacht, na Spaß. Das hat der Thorsten gemacht. Nein! Aber ja. Aber trotzdem, was hier raus war, habe ich mir auch gedacht, ey. Wie ist die bitte Vierte geworden? Weil ich meine, wie kann man denn so. Wie kann man die denn mögen? Wie kann man denn so eine Frau leiden überhaupt? Ah. So, was gibt's jetzt hier Schönes erstmal? Und dann reden wir weiter. Absehen. Das kennen wir doch. Was macht denn da so komische Geräusche? Ist das der neue Ort entdeckt? Da war ich doch schon. So. Jawohl. Da haben wir doch hier. Ja, jetzt ist es hier langsam. Yes. Yes, yes. Geil, geil, geil. Und hier sind auch die. Yes! Hier sind auch die getrockneten Dinger da. Was ist hier? Gewehrputzset liegt da in der Luft. Nee, also jetzt halt möchte ich mal schauen, was wir hier bauen können. Wir können. Ach, dafür braucht man die Bartflechte. Ja, nice. Eine Fackel. Eine Schlinge, okay. Fackel nicht. Schnur können wir bauen. Das auch nicht. Hähnchen, Pelzfäustlinge. Lederstiefel. Lederhose. Aus Pelzmantel.
Bärenfell Schlafsack auch nicht. Survival Bogen. So, okay, dann würde ich sagen, tun wir mal den Survival Bogen herstellen. Natürlich die Pfeile und dann natürlich noch den einfachen Pfeil. Gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder. Ich hoffe, nobody needs this anymore. Nein, es braucht schon keiner mehr. Wir müssen schauen, wie viel das bringt. Das bringt 750. Ja, okay, dann können wir. Dann können wir sogar noch hier bleiben. Oder zumindest essen wir das jetzt mal. Moment, jetzt habe ich doch den Bogen hier. Kann ich mit dem jetzt auch was machen oder nicht? Boah, ey. Dann wird er wieder verklärt hier. Ne? Fünf Grad gefühlt? Ja, nice. Long Dark Goes Summer. Wo der Long Dark noch es kommt. Im Frühjahr dieses Jahres kommt dann der Story-Modus raus für den Long Dark. Finde ich sehr interessant. Und das freut mich auch richtig, weil der erste Trailer dazu bei Steam, der sah richtig, richtig interessant aus. Und ja, ich habe eine Ausnahme. Das sage ich jetzt auch dem Sittl-HD. Grüße an den Sittl-HD. Bitte in Folge 22 hier. Und ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg. Aber ich denke schon. So, naja, auf jeden Fall jetzt will ich weiter hier was. Der Dunkelkörper bedeutet aber ein bisschen. Denn ich komme ja nicht so oft vor, dass das im Jahr ist. Aber auf jeden Fall. Dass hier. Diese Helena, dass die nicht früher rausgefunden ist, hat mich so gewundert, weil die so scheiße war. Und weil ich nur am Meckern war, ey, nur am. Schlimm. Und. Ja, aber sonst die Ergebnisse mit Alice, Sophia und dann Thorsten schon. Gericht. Also das ist schon, da waren schon die richtigen Finale. Ich habe mir noch hatte ich Helena ganz weit hinten vorgestellt. Ich halt solche dann wie Jürgen vielleicht als Vierter, Brigitte oder so halt. Aber auf keinen Fall diese komische Helena. Der erste rausgeflogen ist ja dieser der Ortega, der David. Ja, ob es mich gewundert hat, glaube ich, naja, also ein bisschen schon hat mich gewundert, weil ich doch tatsächlich dachte, irgendwie, es fliegt erstmal so, da vorne ist der Nathalie oder so raus. Aber dass der dann gleich rausgeflogen ist, hat mich eigentlich gewundert, weil der, ich fand den da nicht lustig. Aber, oh, mir juckt die Nase, ey. Ja. Ich habe auch, dann kam aber auch noch die, wie heißt das, die, Abstimmungsergebnisse kamen dann noch raus. Also die veröffentlichte RTL ja danach mal, wie viele für wen angerufen haben. Und
die waren doch ganz schön eindeutig. Ich kann die mal kurz raussuchen. Ich gehe jetzt erstmal in den Bunker, dann kann ich die raussuchen und die kann die kurz vorlesen. Wie Dschungel Deutschland abgestürmt hat. Abgestürmt, ja, abgestürmt haben sie. Dschungel Deutschland hat abgestürmt. Gibt halt jetzt kurz ein Standbild. So. Dschungel Camp. Dann 16 und dann hier die Abstimmungen. Das sind die Voting-Ergebnisse hier. Schön auf die RTL-Seite. So, hier steht es genau. Wer soll im Camp bleiben? Am 22. Boah, Alter, ich juckt gerade in der Nase. Boah. Da haben tatsächlich noch 23% für Helena angerufen. Aber die haben wahrscheinlich alle noch angerufen und haben gedacht, oh ja, die muss zur Dschungelprüfung. Das sind der David raus und die Jenny war auch vielleicht. Da war der Menderes tatsächlich auch schon Zweiter, aber mit 21,33% kam der Ligat. Am 23. war dann der Thorsten Erster mit 28%. Das war da, wo die Jenny rausgeflogen ist. Da dachte ich auch, dass die viel weiterkommt. Der Thorsten mit 28, dann Menderes wieder mit 23%. Am 24. war dann Menderes wieder Erster, immer noch mit 23%. Dann der Thorsten mit 19%. Da ist der Ricky rausgeflogen. Dann am 25. musste keiner gehen. Da waren aber trotzdem, haben sie ja trotzdem die Anrufe weitergezählt. Da hatte dann echt der Mentor, das hatte da echt dann 52% von allen. Da waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute waren da noch im Camp. Und der Mentor, das hatte 52% der Aufrufe. Dann der Thorsten mit 11. Da hat die Nathalie rausgeflogen. Am 26. hatte der Mentor das 49%. Da war dann zweiter Sophia mit 12,3%. Achso, ja, schon da ist die Nathalie dann rausgeflogen. Beim 25. ist ja keiner und dann ist die Nathalie rausgeflogen. So, 27. Da hatte der Mendel das 56%. Zweiter war der Thorsten mit 16%. Wahnsinn. Brigitte ist dann rausgeflogen mit 4. Dann am 28. hatte der Mendel das 50%. Zweiter war Sophia mit 16%. Da ist dann der Jürgen rausgeflogen mit 8% nur noch. Hier am 29. dann am Halbfinale. Hatte der Mentor das echt 56% von allen Anrufern, dann Sophia 24, Thorsten 11 und Helena 7. Und dann hier das, dann am letzten Tag, dann am 30. Wer soll Dschungelkönig werden? Also, da ist ja das Vorfinale, da darf man dann erst alle drei anrufen. Da dann, also man darf alle drei anrufen, Mentor das 74%, Sophia 17, Thorsten 7. Da ist dann der Thorsten als Dritter erstmal rausgegangen, dann durfte man dann noch für alle anrufen dann. Also für alle, für die anderen zwei noch, Menderes und Sophia. Und da hat er dann echt, Menderes hat dann 81,11%, Sophia nur 18,89%. Also das hat mich hart gewundert. Also nicht gewundert, aber das fand ich dann schon überraschend. So, jetzt geht's hier weiter auf dem Bild. Das fand ich dann schon überraschend, dass der tatsächlich, dass das so klar war eigentlich. Dass es seit dem 23. oder so, dass das dann schon klar war, dass der gewinnt, dass der war die ganze Zeit Erster. Das fand ich ja schon heftig. Nein, ich möchte mit dem Pfeil doch schießen. Keine Köder im Inventar. Normalerweise liegt er damit Essen irgendwie mal so ab. Das heißt, damit können wir irgendwie Tiere anlocken. Cool. Ja, auf jeden Fall, also. Wenn ihr mich davor gefragt hättet, wer gewinnt, hätte ich gesagt, keine Ahnung, weil ich gar nicht weiß, wer manche Leute da sind. Hier, so wie ich da kannte, war der Lega, den kannte ich. Dann Brigitte Nielsen kann ich natürlich auch. Aber sonst, da wird es schon echt eng, also. Wenn du mir gesagt hättest, schau mal, Sophia Wollersheim, hätte ich gesagt, ja. Gut, den Wilski kannte ich natürlich noch.
Aber sonst. Gut, der Gabriel habe ich auch schon mal gehört, aber sonst wirklich nie. Also, ja, doch, ja, mit der das ist toll. Ja, ich erstmal nachdenken, alles dabei, wer alles dabei war und dann weiterreden. Wäre vielleicht nicht schlecht. Also wen kannte ich jetzt? Brigitte Thorsten, Menderes, Jürgen. Den Gunther habe ich schon mal gehört, aber sonst kannte ich da gar keinen. Und ich meine. Außer ich habe jetzt irgendjemand vergessen. Aber ich kannte den Ricky nicht, den Rolf kannte ich nicht, den David kannte ich nicht, die Natalie kannte ich nicht, Helena nicht. Das sind auch dann schon 5 und 5. Jenny Elvers, okay, okay. Ich kannte noch eine mehr. Und. Das war der Elfte einfach. Und wer noch? Fuck. Der 12. meine ich natürlich. Ja, Helena. Achso. Boah, also ganz ehrlich, mich würde wirklich interessieren, liebe Zuschauer, was sagt ihr dazu? Wie fandet ihr Dschungelcamp? Wie fandet ihr auch diese Helena? Ich fand die ja furchtbar. Und ja, wie fandet ihr Dschungelcamp? Und natürlich, ob ihr es anschaut oder nicht. Aber es sieht kalt aus hier. Was hatten wir? Aber es sieht schön aus. Mit dem Himmel hier. Ich hatte auch mal Gefühl, nur Windkühle minus 1, warmer Wind hier. So. Ja, aber es ist unschaubar. Ich schaue es ja jedes Jahr, wirklich jedes Jahr, jede Folge an. Könnt ihr euch übrigens, wenn ihr euch denkt, oh ja, macht mich schon ein bisschen, hab's nicht angeschaut, macht mich interessant. Oder hört sich interessant an, dann könnt ihr es euch immer noch anschauen auf RTL Now. 30 Tage könnt ihr es euch anschauen. Also ab der Ausstrahlungszeit 30 Tage danach. Weiß ich nicht, wann das ist. Schon bequem, also. Metallregal. So. Jetzt möchte ich mal schauen, wir haben jetzt halt noch hier das getrocknete Leder, genau. Wir haben noch 4-mal getrockneten Darm. Da hätten wir doch viel mehr herstellen können. Und ich hatte es eilig. Mal noch hier. Hä? Och komm. Ach, leck mich doch. Wo soll ich denn Leder hier kriegen? Warum habe ich 4 Nähsätze dabei und habe da noch keinen Abschnitt davon? Das sind wieder so Sachen, die mich richtig aufregen. Dann. Naja, dann muss man halt schauen, was ist und wo man was findet. So, wir trinken jetzt hier einen halben Liter Wasser. Lecker. Lecker, lecker. Und dann gibt es hier richtig Kasala von Thorsten. Hat er immer gesagt, hier Kasala. Der gute Thorsten Legat. Dann will ich aber sagen, wenn ihr das Video aus dem Fandet, lasst gleich der Kommentar im besten Fall noch ein Abo. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Dann werden wir vielleicht nicht mehr über Dschungelcamp. Moment, habe ich da gehört. Ich dachte, ich habe deine Hand gesehen von meinem Typen hier. Oder geht es wahrscheinlich nicht mehr um Dschungelcamp. Außer ihr wollt das. Dann erzähle ich von alten Staffeln oder von der Staffel auch, was da noch Lustiges war und so. Aber naja. Bis zur 23. Folge. Bis dahin. Ciao.